Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich glaube auch, dass es schon richtig war, was damals die rot-grüne Koalition 2005 gemacht hat. Wir waren in der Situation, 5 Millionen Arbeitslose, ist jetzt schon mehrfach angeklungen, und die Wirtschaftsinstitute haben prognostiziert, wenn die Regierung nichts tut, dann wird diese Arbeitslosenquote noch weiter ansteigen, und es wird im Übrigen auch die Jugendarbeitslosenquote noch ansteigen. Und jetzt warne ich schon sehr davor, wir sind ja Gesundheitspolitiker, dass diese präventiven Maßnahmen, die wir damals getroffen haben, wir jetzt nicht rückgängig machen. Denn es ist so wie in der Prävention allgemein, wenn ich 5 Kilo abgenommen habe durch Prävention und mir dann sage, so, jetzt habe ich 5 Kilo abgenommen, jetzt kann ich wieder Fett essen, dann geht es in die Hosen. Dann werden wir wieder in die Situation kommen, wie wir 2005 waren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Klein-Schmeink hat den Begriff Globalisierung ins Spiel gebracht, so weit will ich gar nicht gehen. Globalisierung, es reicht doch schon, wenn wir uns Europa angucken. Gucken wir uns doch die Staaten in Europa an, die keine Strukturmaßnahmen durchgeführt haben. Es wird uns doch jeden Tag vor Augen geführt. Wir sind heute in der Situation, dass wir zu einem beachtlichen Teil auch noch für die Staaten haften, die bisher eben nicht bereit und in der Lage war, Strukturverbesserungen in ihren Sozialsystemen durchzuführen. Wir sind in der Lage, weil wir es getan haben, weil Sie es Gott sei Dank getan haben. Wir haben es mitgetragen. Wir sind offenbar noch die Einzigen, die dazu stehen, obwohl wir es nur mitgetragen haben. Aber das machen wir durchaus gerne. Wir sind heute in der Lage, diese Staaten, die da Probleme haben, ein Stück weit mitzuhelfen. Und wir haben Steuereinnahmen so hoch, wie sie noch nie waren. Wir können über Steuerentlastungen reden. Das ist auch ein erfreuliches Thema. Und Frau Klein-Schmeink, Sie haben auch angeführt und ausgerechnet, dass bei einem Handwerker, wenn man jetzt diesen Zusatzbeitrag da nicht hätte, das ist 0,42%. Und das sei ja nun Peanuts, die da die Handwerker überhaupt gar nicht weiterbringen im Wettbewerb. Da kann ich Ihnen nur sagen, da haben Sie das Handwerk nicht begriffen. Wissen Sie, die Handwerker, die stehen nicht in erster Linie gegeneinander im Wettbewerb, der eine Malerbetrieb gegen den anderen. Die Handwerker stehen im Wettbewerb gegenüber der Schwarzarbeit. Und wenn wir die Lohnnebenkosten hier nicht im Auge behalten, dann befördern wir die Schwarzarbeit. Das hat mit Wettbewerb innerhalb des Handwerks so gut wie nichts zu tun. Da haben Sie schon recht, nur das ist nicht das Problem. Um das auch mal deutlich zu sagen. Und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, des Handwerks ist eine Sache, Wettbewerb innerhalb der Kassen noch mal eine andere. Und auch dafür haben wir mit dem Zusatzbeitrag, aber durchaus auch mit dem Thema Parität, das ja zusammenhängt, gesorgt, dass Wettbewerb zwischen den Kassen besteht. Und jetzt haben wir bei 3.500 Euro. 0,2, wo man dieses Jahr, manche haben ja noch überhaupt keinen Zusatzbeitrag, 7 Euro, die der Einzelne zahlen muss. Da kann man sagen, es ist viel Geld. Jetzt muss ich dazu aber dann schon auch sagen, dann darf man nicht, wie es der Herr Weinberg gemacht hat, sich hinstellen und das, was wir an Steuerentlastungen in dieser Legislaturperiode schon gemacht haben, nämlich 5 Milliarden, die kann man jetzt durch 80 Millionen teilen, okay, da kommen wir auf 7 Euro und sagen, ja, die 7 Euro, die sind ja Peanuts, das macht ja gar nichts, das hilft ja keinem weiter. Und wenn es dann um 7 Euro Belastung geht bei einem Zusatzbeitrag, dann geht die Welt unter. So kann man es natürlich auch machen. Das ist nur eben, Sie haben es Verarschung genannt, ich sage Ihnen mal was, genau das ist Verarschung. Das, was Sie machen, das ist Verarschung. So, Herr Riebsam, erlauben Sie eine Zwischenbemerkung oder Frage, das ist aber dann definitiv die letzte. Ich habe es vorher schon mal angedroht, von Kollegen Dr. Harald Terpe. Ja, bitteschön. Was? Keine Fragen mehr zulassen wollte. Das machen Sie dann mit Ihren Kollegen aus, die heute Abend um 22 Uhr dann immer noch sitzen, wahrscheinlich im Gegensatz zu Ihnen. So. Wir sind dann sicher im Plenum.
Herr Kollege Riebsam, es ist mir eine Freude, Ihnen eine Zwischenfrage zu stellen und bin auch sehr dankbar, dass Sie sie angenommen haben. Immer gerne. Aber weil es jetzt schon das zweite Mal von CDU-Rednern gesagt worden ist und das auch eine sehr große Rolle spielt, nämlich die Frage des Wettbewerbs zwischen den Krankenkassen. Stimmen Sie mir in der Frage zu, dass ein Wettbewerb zwischen den Krankenkassen auch möglich ist, wenn man die Parität einführt? Ja, also da stimme ich Ihnen ohne weiteres zu, dass es auch einen Wettbewerb ohne Parität gibt. Nur der Wettbewerb, der finanzielle Wettbewerb wird natürlich dann deutlich, wenn eine Kasse einen Zusatzbeitrag erhebt und eine andere nicht. Den Wettbewerb, den Sie ansprechen, den hat er mal 50 Jahre lang auch schon, bloß hat den keinen interessiert. Und jetzt wurde es eben deutlich durch die Zusatzbeiträge, dass wir wirklich auch einen Wettbewerb haben. Zum Abschluss, ich glaube, die Redezeit wäre dann ohnehin so langsam. Ach, 22 sind Sie noch. Wie viel? 22. 22 Minuten habe ich noch. Ja, von wegen. Also, ich will es zusammenfassen. Wenn ich diese Anträge mir betrachte und wenn ich sehe, was hier diskutiert wird, Bürgerversicherung, Abschaffung, übrigens Dinge, was Sie auch gemacht haben. Wir haben übrigens auch nicht die Praxisgebühr eingeführt. Die haben auch Sie eingeführt. Die Kopfpauschale haben wir auch nicht eingeführt, haben auch Sie eingeführt. Ich habe den Eindruck, dass Sie die Salamitaktik gegenüber sich selber wenden und Stück für Stück die wichtigen Strukturreformen zurückdrehen wollen. Wir lehnen das ab. Wir halten uns an den Koalitionsvertrag. Den werden wir weiter abarbeiten. Und dazu gehört auch, verehrte Kolleginnen und Kollegen der SPD, eben nicht, dass wir in dieser Legislaturperiode und überhaupt zur Parität zurückkehren. Herzlichen Dank.